Ein flauschiges Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu Renowned Explorers More to Explore, einem neuen Let's Play auf diesem Channel, das erste Strategie-Game. Ihr habt vielleicht gesehen, es gab eine Folge 0, die war sehr, sehr lang, da habe ich das Tutorial einmal gespielt, einfach um es mir nochmal vor Augen zu führen, aber auch den Interessierten unter euch. Ihr müsst es euch nicht angesehen haben. Ich versuche natürlich ein bisschen auch während dem Spiel zu erklären, aber ich weiß, dass ich daran vermutlich nicht gut bin. Darum eben die lange, lange Tutorial-Episode. Für alle anderen, aber auch für die, die sich das Tutorial angesehen haben, starten wir jetzt erstmal ein neues Spiel und diesmal ohne viele Erklärungen. Wir gehen in den Discovery-Modus. Wer die Unterschiede kennen möchte, der sollte sich einfach das Tutorial einmal angucken mit mir. Wir gehen in den Discovery-Modus, wo wir jederzeit speichern können und außerdem verschiedene Auseinandersetzungen wiederholen dürfen. Und wir spielen auf Easy, weil ich nicht gut in Strategiespielen bin. Wir können uns dann irgendwann ja steigern, aber für den Start würde ich ganz gerne auf Easy spielen, um einfach einen entspannten und einfachen Einstieg in dieses schöne Spiel zu haben. Wir haben das Crew Selection Tutorial, auch das werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich habe mich entschieden für Victor Signac, unseren französischen Kapitän. Er ist ein Militärkapitän, er ist außerdem gut, wenn es um Worte geht, kann Freunde motivieren oder Gegner auf seine Seite ziehen. Und er möchte gerne die Welt mit seltenen Fundstücken beeindrucken. Er ist 37, kommt aus Frankreich. Er ist ziemlich ausgeglichen, mit einem hohen Rüstungswert. Außerdem kann er schnell aggressive Situationen in freundliche umwandeln. Seine, ja, die Details konnte ich noch machen. Er ist eine Defense Distinction. Beziehungsweise die beiden Perks hat er, glaube ich, bei Tactic. Wir sehen hier seine verschiedenen Attacken, die sind erstmal bei allen gleich. Außerdem kann er Crewmitglieder wiederbeleben. Alles gerade nicht so spannend. Es wird empfohlen, dass er mit Philipp und Kwame unterwegs ist. Philipp wäre dieser hier. Ups, Moment. Ich wollte bei Victor bleiben. Wir nehmen als Crewmitglied eben Philipp mit. Den habe ich mir schon in einem kleinen Testspiel als möglichen Kapitän freigeschalten. Aber ich würde trotzdem eben einen der vier Standardkapitäne für den Anfang nehmen. Philipp ist kommt aus Algerien. Ja, ich kann nicht immer die Flaggen auseinanderhalten. Es ist sehr schön, dass es den Tooltip gibt, wenn man sich drüber bewegt. Er ist ein Surgeon, also ein Chirurg, und hat auf den Straßen gelernt, aus den Straßen Algeriens gelernt, wie man mit dem Messer umgeht. Er möchte gerne die Welt sehen. Er ist auch ziemlich balanced. Er ist großartig, wenn es um Angriff geht, und hat außerdem eine hohe Verteidigung gegen sprachliche Fähigkeiten und gegen... Nein, vermisst aber normale physische Armor. Er kann die Verteidigung seines Gegners schwächen und außerdem kommt er gut mit aggressiven oder freundlichen Crews zurecht. Die Crew bauen wir uns ja gerade. Und auch hier wird empfohlen Victor und Kwame, deswegen wählen wir jetzt doch einfach mal als drittes Crewmitglied Kwame. Das war er hier. Kwame left his Ashanti tribe to spread the spirit of happiness around the world. He used to be a real ladies man. Er ist 63, stammt aus Ghana und er hat sein Ashanti-Stamm verlassen, um eben den Geist der Fröhlichkeit zu verbreiten. Und außerdem kommt er echt gut mit den Ladies klar. Schade, dass wir jetzt keine in der Gruppe haben. Kwame ist ein rhetorischer, spricht mit einer hohen Speech und hoher Speech Defense. Also er ist gut bei allem, was wo es um Sprache geht. Allerdings fehlt es ihm an physischem Angriff und Verteidigung. Er kann Verbündete heilen mit einem Cheer und kommt am besten in freundlichen Crews zurecht. Unsere Crew ist zum Glück vorwiegend freundlich, wenn auch ein bisschen aggressiv. Ich glaube, das kommt von Philipp und Victor eventuell. Hier seine Details. Generous and honesty. Großzügig und ehrlich. Und wir beginnen jetzt einfach mal, denn ich möchte mich nicht schon wieder in lustigen kleinen Plaudereien verlieren. Wir spielen übrigens, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt diesmal, wir spielen Renowned Explorers More to Explore. Der More to Explore ist ein DLC, den es gibt, der uns zwei neue Expeditionen beschert und auch die Lagerfeuermechanik, die wir auf unserer Reise noch kennen werden. Start Adventure. Da haben wir sie, unsere Crew. Yay! Hübsch sehen sie aus alle, eine sehr interessante Gruppe. This is it. You just got your renowned Explorers International Society membership. Philip wants to make a big entrance. Finding the burial site of the Saxon kings. Found somewhere on the mainland of Britain, but King Egbert's grave remains a particular mystery.
Das ist jetzt also eine andere Mission, als wir im Tutorial bekommen hätten. Denn ich habe von vorne angefangen, damit ich es hier nochmal erklären kann. Macht aber gar nichts. Wir haben es also geschafft. Wir haben gerade unsere Mitgliedschaft bei den Renowned Explorers International Society bekommen. Und Victor möchte einen großen Auftritt hinlegen. Wir sollen die Begräbnisstätte eines Sachsenkönigs finden. Irgendwo auf der Hauptinsel von Britannien soll König Egberts Graf sein, aber wo genau, das ist eben ein Mysterium. Wir machen jetzt natürlich nicht nochmal das Tutorial, das lange, lange Tutorial. Nein, es ist Zeit, auf ein Abenteuer zu gehen. Hier starten wir. Nein, falsch. Da oben sollen wir hin. Moment, ich kann mal hier... Hier oben sollen wir hin. Das ist unser Ziel. Momentan kommen wir da nicht hin. Wir starten hier unten. Und können uns jetzt überlegen, ob wir hier rüber gehen. Unexplored. Es kostet uns ein Supply. Wir bekommen aber auch eventuell Supplies. Wir könnten auch hier rüber gehen. Momentan ist eben alles unexplored. Wir haben hier oben unsere zwei Resolve. Und wir haben 7 Supplies. Das heißt, wir sollten in möglichst 7 Zügen, wenn wir keine extra Vorräte befinden, an unser Ziel gelangen. Sonst sieht das ein bisschen mau aus. Was könnten wir denn hier bekommen? Sieht natürlich interessanter aus, wenn hier schon 3 solche Sachen sind, als einfach nur Supplies. Obwohl Supplies auch ganz praktisch wären. Hier nach oben würde es sogar 0 kosten, wo man Gold finden könnte. Das wäre natürlich auch verlockend. Also, es kostet uns ein Supply. Es gibt Status und Gold, der hier gewinnen werden kann. Und there's something out here. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal dahin. The rain is becoming unbearable and a crew is looking for shelter. After searching for a while, a cave is found. Also während wir reisen, hat es angefangen zu regnen. Der Regen wird unerträglich und die Crew sieht sich nach einem Schutz um. Während wir das tun, finden wir eine Höhle. Great, some shelter. Also großartig, wir haben Schutz gefunden. The crew lays down their backpacks and makes a fire to dry their clothes and for warm. Once the fire is blazing, the cave appears to be larger than it appeared in the dark. As you explore the cave, you notice lots of Saxon war equipment, including some skeletons, probably of wounded soldiers that died in the caves. Also die Crew legt ihre Rucksäcke aus, macht sich ein gemütliches Feuerchen, trocknet ihre Sachen, also um das Feuerchen, um die Sachen zu trocknen und um sich aufzuwärmen. Und kaum ist das Feuer erleuchtet, stellen wir fest, die Höhle ist größer, als sie den Anschein hatte, als es noch dunkel war. Wir untersuchen sie ein bisschen und stellen fest, da liegen die Kriegsausrüstung von sächsischen Kriegern liegt hier herum. Skelette von vermutlich verwundeten Kriegern, die hierher gekommen sind in die Höhlen, um zu sterben. Und jetzt können wir uns aussuchen, was wir hier machen. Focus on collecting valuable equipment. Wir können uns also entweder darauf konzentrieren, Reichtümer und Kostbarkeiten anzusammeln. Das gibt dann 2 Collect Tokens und einen Campaign Token. Was Tokens sind, das wiederhole ich schnell. Wir bekommen verschiedene Punkte für unsere Expeditionen, das ist das Wort. Wir können Gold sammeln, wir können Status sammeln, Research und Insight. Und während der Mission bekommen wir nur Token, die werden dann am Schluss in Punkte umgewandelt. Oder wir können Noteworthy Equipment, also interessantes Equipment sammeln. Oder Victor picks the best equipment. Available because Victor is a Level 1 Tactician. Ihr seht schon, bei Valuable 2 Collect 1 Campaign, bei Noteworthy 1 Collect 2 Campaign. Oder wir können Victor nehmen, weil er eben taktisch vorgeht, bekommen wir auf beides 2. Natürlich wählen wir dann Victor. Das heißt, Victor darf sich jetzt etwas in der Höhle umsehen. While collecting some of the equipment, you notice some tactical plans written on the cave wall. Studying this will give you tactical defensive insight. Who will study the plans? Also während wir uns in der Höhle umsehen, sehen wir, dass an die Höhlenwände irgendwelche taktischen Pläne gekritzelt wurden. Und wenn wir die untersuchen, werden wir, also derjenige, der sie untersuchen darf, wird ein wenig Tactical Defensive Insight erhalten, also taktische, defensive Einsichten erhalten. Who will study these plans? Wenn Philipp studiert, bekommt er Tactical Defense als Ability, ebenso unser guter Kwame. Victor tells the others to search for more weapons. Das bekommen wir jetzt, weil Victor diese Fähigkeit ja schon hat. Das heißt, wir können nochmal zusätzlich 10 extra Gold gewinnen. Und da wir ja schon einen Taktiker in der Gruppe haben, würde ich einfach sagen, lassen wir Victor die anderen weitersuchen. Wir könnten auch sagen, no one learning isn't interesting. Also keiner, lernen ist nicht interessant. Natürlich finden wir das nicht. Es ist immer wichtig zu lernen. Aber da eben, wie gesagt, Victor diese Fähigkeit schon hat, können wir uns ganz aufs
Sammeln von weiteren Schätzen konzentrieren. Das Crew searches and finds some more valuable equipment. Die Crew sucht also weiter und wir finden einige weitere wertvolle Ausrüstungsgegenstände. Yay! Da schlägt das Entdeckerherz doch höher. Great, continue. Großartig, wir können weiterziehen. Und man sieht es schon, ordentlich Gold-Tokens erhalten. Jetzt befinden wir uns hier. Wir könnten zurück, das würde allerdings wiederum ein Supply kosten. Wir könnten jetzt entweder hier hingehen, da gibt es wiederum Gold, kostet ein Supply, oder wir können direkt nach hier oben gehen. Das kostet auch nur ein Supply, wo der Weg sehr viel weiter ist. Außerdem gibt es hier ebenfalls Gold und Research kann hier gefunden werden. Deswegen würde ich sagen, auch wenn das hier unten verlockend war, aber das würde jetzt zu viele Supplies kosten. Deswegen gehen wir einfach mal hier oben hin. A giant spare thistle. It stands near a small rock formation you pass by. This thistle has an unusual color and is much bigger than the others. You decide to study it and then sell it afterwards. Ein gigantischer Speer-Thistle. Leider habe ich keine Ahnung, was Thistle bedeutet. Wir gehen einfach mal davon aus, dass es ein Speerständer wäre. Steht bei einer kleinen Steinformation, in der wir vorbeilaufen. Es hat eine ungewöhnliche Farbe und ist größer als die anderen. Wir studieren das Ganze und verkaufen es danach. Das heißt, wir kriegen nochmal ein Gold und ein Study. Hier oben kommt jetzt genau unser erster Study-Token dazu. Das hier sieht doch interessant aus. Also das hier oben natürlich auch. Da gäbe es Supplies und ein Gold. Oh, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Wir können dann immer nochmal zurück. Aber das sieht doch sehr interessant aus. Purple costs one supply. Nature challenge, an athlete, naturalist or survivalist may be useful. Treasure or item might be present. Also ein Athlet, ein Naturalist oder ein Überlebensexperte könnten hier nützlich sein. Das bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Wir haben keinen, der das gerade kann. Nicht so gut. Mal gucken. Es könnte hier Schätze geben. Ein Diplomat oder Archäologe könnte nützlich sein. Das haben wir doch aber, glaube ich, oder? Genau, wir haben einen Diplomat. Das heißt, Kwame wird uns hier nützlich sein bei dieser Auseinandersetzung. Außerdem eine Wit Challenge. Ein Taktiker. Beguiler or Quick Thinker. Also ich würde sagen, wir gehen hier definitiv hin. Oh, mal gucken, was hier wird. Next to a mountain you see what appears to be a Saxon castle. It looks quite old, but frankly untouched, which may be due to the remote location. Also in der Nähe eines Berges sehen wir etwas, was wie ein altes sächsisches Schloss aussieht. Es wirkt ziemlich alt, aber auch ziemlich unberührt, was an der abgelegenen Lage liegen könnte. Wir untersuchen das Schloss. As you approach the castle, you are certain that it is abandoned. The gates are ajar, and after crossing a small courtyard, you reach yet another smaller gate. Wir erreichen das Schloss und wir sind ziemlich sicher, dass es verlassen ist. Die Gates sind weit offen und wir überqueren einen kleinen Innenhof, um ein weiteres kleines Tor zu erreichen. Wir öffnen dieses Tor und sind schon gespannt, was uns im Inneren erwartet. The gate leads to the castle entrance. You see all kinds of Saxon decorations. The room is filled with doors, hundreds of doors, 1,000 doors. Quella mentions that some say castles like these are cursed and you can get lost easily, but sometimes treasures can be found. What will you look for? Also wir gehen durch das Tor, durch den Eingang des Schlosses und wir sehen alle möglichen sächsischen Dekorationen an den Wänden. Ich weiß gar nicht, was ist das? Jetzt hätte ich ein bisschen besser meine Geschichtsbücher nochmal wälzen sollen. Jedenfalls sehen wir in diesem Raum, wir betreten einen Raum mit Türen. Hunderte Türen. Nein, tausende Türen. Kwame erwähnt, dass manche sagen, dass diese Schlösser verflucht sind und dass man eben hier leicht verloren gehen kann, aber dass es hier auch Schätze zu finden geben könnte. Was werden wir also tun? Wir können jetzt nach verschiedenen Zielen suchen. Wir könnten Search for the Throne Room, also wir können den Thronsaal suchen, das Schlafzimmer des Königs oder die Katakomben durchsuchen. Oder wir können einfach nur ein wenig ziellos umherlaufen. Die Frage ist natürlich, ja, was werden wir tun? Ehrlich gesagt würde ich mich fast für die Katakomben interessieren, aber auch das Schlafzimmer und den Thronsaal. Eigentlich finde ich alles sehr interessant. Was machen wir jetzt also? Es gibt uns hier auch keinen Tipp, es ist einfach nur ein weiterer Weg, den wir einschlagen können.
und ich bin mir unsicher, was als nächstes passieren könnte. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen den Thronsaal. Wir nehmen das oberste, wir sagen, wir suchen mal nach dem Thronsaal, der ist hoffentlich recht leicht zu finden. Kwame mentions that searching for the throne room often results in physical challenges, but royal artifacts such as the royal mantle may be found here. What will you do? Let's find it. Oh, we can reconsider. You are standing at a... wir können also alles durchgehen. Das ist sehr beruhigend, das wusste ich bisher noch nicht. Mal schauen, was beim King's Bedroom kommt. Achso, ja, also beim Thronsaal hat Kwame gesagt, dass es oft zu physischen Auseinandersetzungen führen konnte. Aber dass wir eben den königlichen Mantel finden könnten, also den Umhang. There are many bedrooms in a castle such as this. A good scouting job might be improved the odds of finding the king's bedroom, where he kept his toys like a miniature knight. Also es gibt viele Schlafzimmer in einem solchen Schloss und deswegen wäre ein Scout vielleicht eine gute Wahl. Ich glaube, wir haben keinen Scout. Er ist Diplomat, er ist Entwickler oder Rogue. Und er ist ja nur Taktiker. Allerdings könnten wir, falls wir das richtige Schlafzimmer finden, einen Miniaturritter finden, eine Statue. Wir gucken mal, was wir in den Katakomben finden könnten. Finding the correct door that leads to the catacombs is tricky. Scientific measurement or knowledge may help to determine which door has the highest chance. Maybe you'll find interesting human remains. Also es ist schwierig, die richtige Tür zu den Katakomben zu finden. Wissenschaftliche Untersuchungen und Abwägungen könnten uns dabei helfen, die richtige Tür zu finden. Und wir könnten dann interessante menschliche Überreste finden. Wir werden reconsidern und da wir eigentlich für nichts wirklich gut ausgerüstet sind, laufen wir einfach etwas ziellos umher. You can get lost easily in this castle, which decreases the odds of finding high-grade treasures. Walking around aimlessly might not be the best way to act. Okay. Also, wir könnten uns hier sehr leicht verlieren und verloren gehen, wenn wir einfach nur durch die Gegend trappen. Außerdem ist die Chance höher, dass wir etwas finden, wenn wir einen Weg wählen. Okay, wir gehen einfach mal in den Thronsaal, denn für nichts anderes sind wir wirklich gut vorbereitet. Also, let's find the throne room. Mal gucken, ob uns ein Kampf erwartet. After entering several doors with dead ends, uninteresting rooms and even a lavatory, you have now discovered a door behind which lies a strange hallway. Halfway along it there is a giant platform without stairs, a rope or anything. In order to stay together, everybody has to get up. Also wir haben einige verschiedene Türen geöffnet, die alle zu Sackgassen geführt haben und da waren auch andere ziemlich langweilige Räume. Wir haben sogar ein Lavatory gefunden. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, was ein Lavatory ist. Und jetzt haben wir schließlich einen Raum gefunden, hinter der eine Tür gefunden, hinter der ein seltsamer Gang ist. In der Mitte des Ganges gibt es eine riesige Plattform, aber es führen weder Treppen hinauf, noch gibt es ein Seil oder irgendwas. Und damit wir jetzt alle zusammenbleiben können, müssen wir alle hochgehen. Let's Climb hat eine 55%ige Chance, dass es funktioniert. 45% Fail, not everyone reaches the top. Wir haben keine andere Wahl, wir können nicht umdrehen. Hoffen wir einfach das Beste. Jetzt werdet ihr das kleine Zufallsprinzip dieses Spiels kennenlernen. Es dreht sich nämlich ein Rad. Drückt mal die Daumen. Yes, wir haben es geschafft. After a struggle and lots of teamwork, everyone eventually reaches the top of the platform. Wir haben uns angestrengt, wir haben zusammengearbeitet und wie ein gutes Team agiert und schließlich schaffen wir es, dass wir alle gemeinsam die Plattform erklimmen. You finally reach the door of what could be the throne room. Wir erreichen also endlich die Tür zu dem Raum, der Thronsaal sein könnte. Es ist noch nicht sicher, dass es ist. Wir öffnen die Türe. Miau. You open the door and enter the royal catacombs. The place is filled with graves. It gives Kwame the creeps. Also wir haben nicht den Thronsaal gefunden, wir haben tatsächlich die königlichen Katakomben gefunden. Und Kwame fühlt sich hier alles andere als wohl, wie man auch hier in seinem Gesichtsausdruck sieht. While valuable objects are collected, a grave is found, which lies open. There lies the skull of an old prince. Wir finden also wertvolle Objekte, aber auch ein offenes Grab, in dem wir den Schädel eines alten Prinzen finden. When Kwame leans over to take a look, Philip scares the living daylight out of Kwame. Eventually everyone laughed about it, even Kwame. Also das... Ja, ihr seht jetzt, warum ich dieses Spiel so mag und warum das Strategiespiel ist, das ich eben trotz allem spielen möchte, auch wenn es nicht ganz mein Genre ist, aber ich finde es einfach zauberhaft. Es ist natürlich nicht so sehr storylastig, das heißt, wir kriegen jetzt keine seitenweise Texte zu lesen, aber lasst mich übersetzen, was wir eben gehört haben. Als sich Kwame über das Grab des alten Prinzen
hinüberbeugt. Erschreckt ihn Philipp quasi zu Tode. Ich kann mir nur vorstellen, dass Kwame schreit wie ein kleines Mädchen mit seinen doch fortgeschrittenen über 60 Jahren. Alle müssen lachen, sogar Kwame selbst. Das heißt, unsere Explorer haben sehr viel Spaß zusammen. Take the treasure and leave the castle before you get lost. Das heißt, was wir jetzt tun ist, wir nehmen den Schädel des Prinzen mit und verschwinden aus dem Schloss, bevor wir uns doch noch verlaufen. Yay! Prince's Skull. The skull of a prince found in an old place. An odd place. Und jetzt fällt mir auch wieder ein, was bei Mortal Explorer als weiteres Feature war. Wir finden neue Schätze, die uns Fähigkeiten verleihen. Wir sehen hier schon, das ist recommended. This choice is recommended for your current situation. If you think you know better than Chairman Pinkerton, you can disable these recommendations in the settings menu. Also der Chairman Pinkerton gibt uns einen Tipp, was für unsere momentane Situation am besten ist. Wir könnten entweder 3 Gold sammeln und Campaign oder 3 Gold und Study sammeln, aber wir hören einfach mal auf Chairman Pinkerton. Choose a bonus you want from this treasure. Also das heißt, weil wir diesen Schatz gefunden haben, dürfen wir uns jetzt eben diesen Bonus aussuchen. Wir bekommen außerdem 25 Renown-Punkte. Ihr wisst ja, die müssen wir sammeln, damit wir möglichst unseren Erzrivalen besiegen. Ach nee, das habt ihr jetzt, glaube ich, gar nicht gelernt, oder? Das kam, glaube ich, im Tutorial. Unser Ziel ist es bei den Renowned Explorers. Wir möchten gerne die Top-Explorer werden und vor allem aber unseren Erzrivalen besiegen. Das war, glaube ich, Matthew Rivereux oder so. Und wir bekommen eben Insight, dass wir dann gegen alle möglichen Dinge tauschen können. Wir hören, wie gesagt, auf Pinkerton, dem 3 Gold und 3 Study Tokens. Tada, da sind sie. You make your way back towards the gates. You're glad you did not get lost forever in the castle with the 1000 doors. You take one last look at the castle and at the treasure you found before continuing your journey. Also wir arbeiten uns wieder nach draußen durch die Tore des Schlosses und wir sind ziemlich froh, dass wir nicht auf immer in diesem Schloss verloren gegangen sind. Dem Schloss mit den 1000 Türen. Wir sehen uns ein letztes Mal das Schloss an. Blicken auf unseren Schatz, den Schädel eines Prinzen, und dann setzen wir unsere Reise fort. Great, continue. Wir haben noch 4 Vorräte. Hier ist unser aktueller Standpunkt. Wir könnten schon unsere Expedition beenden, wenn wir das wollten, aber das möchten wir ehrlich gesagt noch nicht. Ich würde gerne unsere Supplies so gut auskosten wie nur möglich. Wir könnten hier hingehen, unexplored, das kostet ein Supply und bringt uns Gold ein. Wir könnten hier runtergehen. Wir könnten hier Gold und Status bekommen oder hier, wo ein Encounter auf uns wartet. Und ehrlich gesagt, da ich die Episode natürlich nicht wieder so lang machen möchte wie das Tutorial, würde ich jetzt ehrlich gesagt gerne dieses Encounter machen. Zumal, weil ich hier sehe, dass wir dann für 0 Punkte irgendwo anders hinreisen können. Das ist doch immer verlockend. Wir gehen also erstmal hier hin, wo wir Research finden und ein Encounter uns erwartet. Ich bin gespannt. A group of sheep is fighting to eat from a slightly greener patch of grass. It might be interesting to study this peculiar patch of grass. Also eine Gruppe Schafe streitet sich darum, von einem besonders grünen Stückchen Gras zu fressen. Und es könnte ganz interessant sein, sich dieses spezielle Stück Gras anzusehen. Wir können einfach sagen, let's go und let's not fight these sheep over some grass. Wir können also sagen, okay, eigentlich interessiert uns das Gras nicht, oder... Aber klar, wir greifen die Schafe einfach mal an. Ich würde sagen, wir greifen die Schafe an. You approach the patch of grass, but the sheep see you as a competition and start attacking you. Wir nähern uns also dem Gras und die Schafe denken sich, boah, nein, die wollen unser Gras fressen. Das ist aber unser Gras. Also gehen sie voll auf uns los. Show your worth. Zeigen wir, wie viel wir wert sind in einem Kampf gegen Schafe. Hier sehen wir schon Defeat all enemies. Wir bekommen... Study Tokens, wenn wir sie Friendly oder Devious besiegen, nicht für Aggressive. Das könnte jetzt ein wenig schwer werden. Wobei, die Schafe sind eigentlich erstmal freundlich, das heißt, es könnte doch klappen. Sind wohl nicht wie die Wölfe. Im Tutorial wurde uns erklärt, dass Wölfe eher dazu neigen, unfreundlich zu sein. Wir haben 4 Schäfchen. Ich positioniere erstmal unsere freundlichen Leute hier und dann versuchen wir doch mal, die Schafe mit freundlichen Attacken zu besiegen. Wir werden eine Encourage-Attacke jetzt auf dieses Schaf anwenden. Sie hat eine 100%ige Erfolgsgarantie, wird, wenn sie denn trifft, was bei 100% ziemlich wahrscheinlich ist, unser Schäfchen besiegen. Das Schäfchen übrigens, obala, jetzt wollte ich gerade noch drauf gucken. Ja,
das Schaf ist total engagiert und haut erstmal ab. Die Stimmung ist pleasant. Das ist die allgemeine Kampfstimmung, denn die Schafe sind friedlich, wir sind friedlich, alle sind friedlich und freuen sich. Wir haben hier ein Schäfchen, wir sehen schon, es hat Speech Power 7, Attack Power 7 und das Movement 3. Ihr seht schon, es sind sehr schwache Gegner, die wir uns daraus gepickt haben. Und natürlich werden wir Schäfchen nichts tun. Wir greifen auch dieses Schaf an, also greifen es an. Wir reden ihm gut zu. Hey Schäfchen, darf ich mir das Gras angucken, bitte? Yay, natürlich darfst du mein Gras angucken. Guck dir mein Gras an, lieber Forscher. Und auch unser lieber Quame wird mit einer freundlichen, aufgedrehten und motivierenden Rede. Ihr seht übrigens schon hier oben, pleasant physical attacks have plus 50% attack power. Das heißt, würden wir sie jetzt einfach mit roher Gewalt angreifen, würden wir 50% mehr Schaden machen. Aber warum sollten wir arme Schäfchen irgendwie angreifen? Immerhin kriegen wir Study Tokens, wenn wir es freundlich lösen, und ich sehe keinen Grund darin, Schafen etwas zu tun. Oh, ist doch viel schöner, wenn wir die Schafe erfreuen. Sheep is excited about your cause. Also das Schäfchen ist auf unserer Seite, es freut sich mit uns. Damit endet unsere Runde, sind alle ausgegraut, wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Wir beenden unseren Zug, wie bei vielen Taktikspielen. Das Schäfchen springt fröhlich umher und sagt uns, dass es uns lieb hat und uns total toll findet. Und ach, unser guter Victor ist ganz angetan. Wir sehen schon, er ist nicht mehr skeptisch, er freut sich. Oh, Schäfchen. Und deswegen motivieren wir jetzt das Schaf auch. Hey Schaf, alles gut. Yay. You made sheep. Also wir haben das Schaf davon überzeugt, dass unsere Herangehensweise die beste ist. Durch einen freundlichen Sieg haben wir diese Auseinandersetzung gewonnen. Your friendly approach has proven its worth. Wir bekommen also Study Tokens und außerdem noch, you've earned this by resolving encounter. Außerdem noch dieser Aggressivitätstoken, warum auch immer. You successfully calm down the sheep and can finally take a look at the grass. Also wir haben erfolgreich die Schäfchen beruhigt, haben ihnen gut zugeredet, waren nett zu ihnen und können uns jetzt das Gras näher ansehen. After carefully examination and some tests, it seems the grass contains some special nutrients that attract the sheep. You take some with you for their scientific value. Es stellt sich also heraus, dass nach einigen Tests, dass das Gras hier besonders gut wächst, weil es besondere Nährstoffe enthält hier im Boden. Und das zieht die Schafe natürlich an. Wir nehmen etwas davon mit, um es später untersuchen zu können. Das ist großartig. Wir fahren fort. Und jetzt hier können wir click to start a campfire and tell a campfire story. Damit würde ich unser Let's Play an dieser Stelle, also unsere Folge heute, beenden. Denn, wie gesagt, durch Multi Explorer haben wir diese Campfire Stories. Wir gehen jetzt einmal hier drauf. The crew have gathered around a special campfire where stories are told or even created. You can pick one story every expedition from your hand to upgrade and transform your crew. Finish a game of renowned explorers to unlock more campfire stories. Wir können also während jeder Expedition einmal ein solches Lagerfeuer aufschlagen, wo wir dann entweder Geschichten erzählen oder selbst welche erschaffen. Die können auch Auswirkungen auf unsere Crew haben. Sie können... Ja, sie können Freundschaften knüpfen, sie können uns Punkte einbringen. Bei anderen Expeditionen können wir das dann wieder tun und wir kriegen natürlich auch neue Geschichten freigeschalten, je mehr wir erforschen. Pick a Campfire Story. Wir hatten die Campaign Story. This Campfire Story gives you 8 Campaign, 2 Resolve, 8 Collect oder 5 Encounter. Jetzt bin ich mir ganz... Wir können sie natürlich auch aufgeben, aber das wollen wir gar nicht. Was nehmen wir denn? Campaign? Da haben wir nicht allzu viel. Tokens also give small amounts of renown. Im Prinzip gibt es uns ja alles renown. Nur bei Encounter bin ich mir nicht ganz sicher. Ich würde jetzt einfach sagen, wir nehmen Collect, denn das gibt uns Gold. Damit können wir letztlich auf etwas aufrüsten. Click again to start this campfire story. Wir nehmen jetzt einfach mal die Sammelgeschichte. The crew spends the night going through some of their trinkets they've collected. With an appraising eye and a healthy discussion, the crew discovers that some pieces are worth more gold. Sometimes it pays off to take a second look at things. Also die Crew macht es sich gemütlich und geht nochmal durch all die Sachen durch, die wir gefunden haben, was, sind wir mal ehrlich, einige sind. Wir haben jetzt ja schon 19 Token davon gesammelt. Sie unterhalten sich, haben ein gutes Auge dafür und durch einige
gesunde Diskussionen, also sprich die Stimmung ist gut, die Stimmung ist freundlich, alle kommen gut miteinander aus, stellen wir eben fest, oh, ein paar der Dinge sind mehr wert, als wir gedacht haben. Und ja, manchmal ist es einfach das wert, dass man auch ein zweites Mal hinsieht und guckt, was man da genau gefunden hat. Yay, da haben wir nochmal mehr Collect-Tokens gefunden. Und damit können wir unser Lagerfeuer beenden. Das ist doch schön. Und nicht nur unser Lagerfeuer, mit dem Abbruch unseres Lagerfeuers beende ich auch mal die jetzige Runde, die heutige kleine Runde unseres Let's Plays. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und ich hoffe, dass ihr Spaß hattet und ich vielleicht euer Interesse für Renowned Explorers ein wenig wecken konnte. Es ist ein tolles Spiel, es ist wunderschön. Ich glaube, es profitiert auch sehr davon, wenn man ein bisschen Fantasie hat, um sich das Ganze eben bildlich vorzustellen, was wir jetzt nur in Einzelbildern gezeigt bekommen, was wir nur durch kleine Story-Häppchen erzählt bekommen, wie eben zum Beispiel die Erforschung dieses Schlosses oder auch die Sache mit den Schafen, dann seien wir ehrlich, das war schon ziemlich witzig. Nächstes Mal geht's dann höchstwahrscheinlich hier zu den Supplies und eventuell dann hierhin zurück, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, da kämen wir eben hier unten hin, aber wir haben nicht mehr ganz so viele Supplies. Aber hier könnten wir unsere Crew verbessern, bevor wir dann zum... Egal. Machen wir alles nächstes Mal. Wie gesagt, ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuseht. Und mir einfach mal vielleicht in den Kommentaren mich wissen lassen, was ihr von so einem Let's Play haltet. Es ist halt mal was ganz anderes. Normalerweise spiele ich ja sehr storylastige Spiele. Das hier ist definitiv anders, aber eben auch mal was Nettes. Und ich finde, es ist wert, dass man sich es ansieht, weil es einfach ein sehr, sehr charmantes, sehr, sehr schönes, taktisches Spiel ist. Wo sogar jemand wie ich, der normalerweise bei diesen Spielen echt schlecht ist, seinen Spaß daran hat. Und das will schon was heißen. Macht euch auf jeden Fall noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bye bye.